Ja, und auf die springmäßigen Präsentationen freut man sich hier in Meichen natürlich immer ganz besonders. Aber, meine Damen und Herren, jetzt kommt einer blank an der Hand. Auf den habe ich mich ganz besonders gefreut. Es ist einer, den wir Ihnen hier nicht mehr in der Springbahn präsentieren möchten. Sie kennen ihn längst. Auch im letzten Jahr haben wir ihn hier leider nur blank an der Hand präsentieren dürfen. Aber der hat Bayern, nein, Europa, der europäischen Springwelt so viel an erfolgreichen, international erfolgreichen Nachkommen geschenkt, dass ich immer innerlich so ein bisschen Haltung annehme, wenn er die Bühne betritt. Der Sohn des Carpaccio, meine Damen und Herren, aus der Holsteiner Zucht. Habt mal einen begrüßenden Applaus parat für diesen Grand Seigneur der Springpferdezucht. Hier ist Cluday. Da kommt er gemessenen Schrittes auf uns zu. Dieser 1998 geborene Sohn des Carpaccio aus der Holsteiner Zucht, über Cassini und Ronald spitzenmäßig auch auf der mütterlichen Seite gezogen. Sieger, meine Damen und Herren, Springsieger all überall in jungen Jahren, Rittigkeits-Vize-Champion 2001. Mit spektakulären Runden hat er in jungen Jahren sich in Szene gesetzt, als dann leider eine unglückliche Kolikoperation dafür sorgte, dass er fortan nicht mehr im Topsport gezeigt werden konnte. Meine Damen und Herren, aber was hat er uns geschenkt? Hier in Bayern und vor allen Dingen natürlich auch in seiner Zweitheimat in Holland, meine Damen und Herren. Bei den Weltmeisterschaften der jungen Pferde sind seine Kinder eigentlich nicht wegzudenken. Und bitte schauen Sie jetzt einmal in unseren frisch designten schönen Holzäder-Katalog. Da sehen Sie nämlich eine Doppelseite auf den Seiten 9 und 10. Und das ist nur ein kleiner Auszug seiner vielen, vielen Kinder, die schon inzwischen international von sich reden machen. Zudit zum Beispiel, unter Henrik Jan Schuttert, dann Koffi. Die Familie Weishaupt hat sich da eingedeckt mit einem formidablen Springhengst bei den vorletzten Süddeutschen Hengstagen. Zamir, top erfolgreich unter Johannes Holzeder. Dann Noel, schon hoch platziert, hin bis in großen Preisen unter Tobias Bachel. Eurocommerce Osaka, im Stall Eurocommerce International, erfolgreich. Liberty Sun, aus der Zucht von Herrn Dr. Bauer aus Passau, international hochplatziert beim CSI Neustadt-Dosse. Cocomero, Cool Cat, Zamora, Apart und viele, viele mehr. Züchter des Landes, ich kann nur eins sagen, hier steht ein züchterisches, genetisches Monument vor uns. Man kann natürlich sich auf den Standpunkt stellen, dass man mit Junghengsten Fohlen produzieren sollte, die vielleicht oder ein oder anderen Situationen auf den Fohlenmärkten in Europas sich großen Interesses erfreuen. Wenn ihr langfristig denkt, dann verspreche ich euch, nein, ich möchte euch garantieren, dass ihr mit Cluney absolut auf der sicheren Seite seid. Ein Spitzenpferdelieferant ohne Wenn und Aber für die Internationalität des Springsports, der uns heute Nachmittag hier an der Hand gezeigt wird von unserem treuen Lukas der Station. Setzt euch noch einmal in Bewegung, macht noch ein schönes Defilé vor unseren Gästen, meine Damen und Herren. Und ich denke, Sie dürfen für diesen Grand Seigneur der Internationalität jetzt mal einen Applaus auspacken. Das ist Cluney! International bekannt unter dem Namen Eurocommerce Washington, meine Damen und Herren. Vor allen Dingen natürlich auch von unseren holländischen Freunden. Ein absoluter Hengst mit bestem Ruf, unser Cluney.